So. Dann habe ich da jetzt nämlich auch wieder Platz. Beträchtlichen Platz. So, und was habe ich jetzt hier alles? Ich habe hier einmal, glaube ich, Bewegungsgeschwindigkeit, oder? Ja, Laufgeschwindigkeit. Bezwinger- und Fertigkeiten-Boni. Das ist Verteidigung, das ist Level-Up. Das hier war großen Tatenbeschleunigung. Wer gebraucht Bezwingertaten beschleunigt. Sehr gut. Also, fürs Leveln des guter Taten haben wir mehr als genug. Da können wir uns zumindest noch mit befassen. Ist ja echt gut. Aber nicht heute. Mal gucken. Was müssen wir den Bre noch machen? Bezwingertaten. Und Zirperkörper und sicher fliegen. Okay, Zirperkörper und sicher fliegen sind in einer Nähe. Er weckt Bäume im alten Wald. Im Breland. Blumen des alten Waldes fehlen auch noch. Okay. Ja, denn. Vorbei. Die Musik ist voll geil. Ich finde die voll schiffig, ne? Weil die mich so ein bisschen an so ein griechisches Restaurant erinnert. Wollt ihr das? Brauche ich euch? Ja, ich brauche euch. Wunderbärchen. Ja, wir wollen schon wieder vergessen, den Wein kalt zu stellen. Bei so viel will ich heute kommen, ne? Weil mir scheint sogar recht kalt zu sein. Läuft. Riecht der wie Schnaps? Okay. Gut. Naja. Ich hol mal in die Küche vor der Sohn. Such mal was für mich mit. Ich habe irgendwie auch gerade Hunger. Wobei die Nüsse, die ich gerade gegessen habe, die, machen es ein bisschen besser. Auch nur ein bisschen. Frostblatt. Hallo, Frostblatt. Mach Pausen, tu dir was. Ja, ich habe aber nichts außer Knäckebrot gerade. Außerdem habe ich Frosches eben schon einmal geweckt. Den möchte ich jetzt nicht nochmal wecken.
Dann muss der morgen auch wieder früh raus. Der Jungspund. Ich glaube, gekühlt wird er ganz gut schmecken. Ich stelle den Rest der Flasche gleich raus. Oh Gott, das sieht mir ja die Schuhe aus. Wo sollen diese Männchen denn sein? Bin ich blöd? Ja, kann bitte keine Antwort drauf. Puh. Wieso sieht mein Char eigentlich immer noch so ekelhaft aus, obwohl ich hier eigentlich mega cooles Ausrüstungszeug gefunden habe schon. Warum sieht mein Charakter denn immer noch so kacke aus? Brauche ich den Aasfresser? Nee. Brauche ich nicht. Da hinten ist einer. Wir sind gerettet. Grabräuber. Diese kleine Böcke. Das sieht aber auch echt mega schön aus, auch mit den Bergen da hinten. Ich bin ja so die größte Freundin der Berge, ne? Ich könnte eigentlich jedes Jahr in Bayern oder so Urlaub machen. Hauptsache da, wo Berge sind. Nicht runterfallen. Da ist ein Grabräuber. Hier schleicht er gerade so lang. Mhm. 40 Grad. Lutz Tippermann. Ach du Grüne. Also scheinbar zählt es nur die Grabräuber, die hier drin sind. Keine anderen Grabräuber. Nicht mehr die da hinten vielleicht. Wobei doch, ihr könnt das vielleicht noch. Ihr seid ja noch in den Ruinen. Ja. Ihr zählt auch noch. Muss ich hin? Was muss ich tun? Anzeige dafür ist ja sehr berauschend. Soll ich dazu noch irgendwas sagen? Doch noch mehr Grabräuber. Das weiß ich zumindest. Das meiste ist sogar schon Ben. Wir haben doch gar nicht so viel gemacht jetzt hier in der Gegend. Okay. Wenn ich hier so ein paar Grabräuber finde,
bin ich zufrieden. Ich brauche aber Schärfen. Schärfen, Leute. Schärfen. Wo kriege ich die Schärfen? Und hier nicht, das weiß ich. Ich kann nicht für die Tat gebrauchen. Hier? Vor allem, wie sie einfach mal denkt, dass sie sich anschleichen kann. Okay, von euch kriege ich aber auch Serpen. Das ist gut. Okay. Ich habe nichts gesagt. Kriegt auch Serpen von denen. Die sind nur sehr wählerisch. Abräuber. Muss mir auch unbedingt mal wieder ans Handwerk setzen. Habe ich lange nicht gemacht. Das habe ich beim letzten Mal schon gepredigt. Ja, vom nächsten Stream mache ich das. Habe ich es gemacht? Nein. Ich habe es immer noch nicht gemacht. Wobei, es geht sogar. Schürfer und Goldschmied bin ich wenigstens schon mal Virtuose. Den Koch, den kannst du erstmal vergessen. Koch ist... Ja. Zum Koch sagen wir mal nichts. So, bin in die Lösung des Rätsels. Aua. Nehme dich. Hübsch, hübsch. Dich mag ich. Finde die Lösung des Rätsels. Der Kirchstein in der Wand könnte das Rätselslösung enthalten. Ich kunde für dafür und zwei Wege. Vier Könige wachen dürfen. Wege. Kirchstein, da. Dass ich mich nochmal umgedreht habe. Geht das jetzt die ganze Zeit so weiter mit diesen Rätseln? Leider jetzt schon. Wo müssen wir jetzt lang? Okay, da geht es wahrscheinlich das mit dem... Ja, die Suche geht weiter. Tim Ohren. Was war das nochmal? Sieg an... Marim. Der kann ich die Sachen wieder abgeben. Na komm, gehen wir erstmal nach da oben. Der ist auch ein Stallmeister. Stallmeister gut. Ich muss auch unbedingt mit dem privaten Shop weiterspielen. Mit dem privaten bin ich jetzt nicht ganz so weit. Tatsächlich. Gut. Nimm das Gold. Bitte. Wir brauchen es. Die Gegend ist echt schön. Es ist mal so eine schöne Abwechslung zu den einsamen Landen und den Nordhöhen. Und mal nicht so was Tristes. Oh.
Ich habe mich verliebt. Also neben dem Auenland und dem Startgebiet der Elben ist das hier, glaube ich, mal mit mein Lieblingsgebiet. Jetzt gerade so geworden. Ich grüße euch. Bisher. Aber wir haben ja noch fast das ganze Reich hier vor uns. Ein Hobbit. Was ist denn ein Hobbit hier? Einen Moment eurer Zeit stehlen? Was kann ich mit diesen Bronzemünzen machen? Sind die für irgendwas gut? Ich weiß es nicht. Ich habe echt keine Ahnung. Kaufmann. Aufbund. Lange genug nach Keilen in die Wände. Okay. Überzeugt, dass irgendwo in die Wände im Keiler sind und möchte, dass ihr lange genug danach sucht. Muss die Suche erfolgreich sein? Geht weiter. Wahrscheinlich da oben wäre es gewesen, oder? Guck trotzdem mal kurz hier. Nee, da. Autsch. WB-Mappe. Noch einmal. Da wäre ich beinahe runtergeknallt. Wisst ihr das? Die Gegend ist so schön. Ich komme aus dem Schwärmen gar nicht mehr raus. Klar, da breche ich mir nicht die Knochen. Hügelhirschbock. Wir müssen immer noch nach den Keilern suchen. Nee, das ist ein Bär. Ich dachte gerade, huch, habe ich da was gefunden, aber... Nee, das sieht mir... extrem nach einem Bären aus. Schaffte Hirschbock. Weltstarkser. Hochwertiges Eisen. Nein, au ab. Der überhaupt rum. Weiß ich nicht.
Ach du grüne Nonne. Wenn das. Ach, das sind Grampfuß wieder. Die Grampfüße. Dämmerheuler, Kundschafter, Dämmerheuler. Warum ist hier gerade so viel Eisen? Das ist unfair. Wobei, das ist ja schon lange nicht mehr das Eisen, was ich jetzt unbedingt brauche. Jetzt nicht ganz so, aber... Alter! Mir kann keiner erzählen, dass dann niemand bei stirbt! Ich ist hier so ganz gemütlich runtergaloppieren. Der Jolt. Jolt. Ach ja. Er glaubt, er könnte sich anschleichen. Mieses kleines Dingetchen. Jetzt einmal auf der anderen Seite. Ja, da gehe ich jetzt aber nicht hin. Ich würde auch gerne die anderen Aufträge mal erledigen. Du ganz nebenbei. Ich muss schwimmen. Ja? Ne, klappt doch so. Sehr gut. Ich frag mich nur, wie lange wir bis unser Level Cup brauchen. Ewig. Einfach nur ewig. Kämpft. Arsch. Okay. Es war ein Versuch wert. Ein kläglicher, aber es war ein Versuch wert. Ich bin ja immerhin schon froh, dass ich Level 36 geschafft habe bisher. Da bin ich ja echt schon verdammt froh. Das ist für mich tatsächlich schon ein, ja, ein Meilenstein. Ich habe schon vergessen, welches Level ich bin. Warte. 31. Und 10. 31 und 10.
Gerne. Stets zu Diensten. Brauche ich dich? Dich braucht's. Ich meine, es ist immerhin schön, jetzt in ein Gebiet zu kommen, wo man nicht mehr so krass überlevelt ist. Ich war immer noch 3 Level drüber. Aber jetzt auch nicht so, dass man sagen muss, oh, ja, nett. Gemütlich hier. Ich glaube, es wird doch ganz schnell anziehen. Ich habe mir auch fest vorgenommen, nur noch die Sachen anzunehmen, die leuchten. Also diese Ringe anzunehmen dann. Keine grauen Quests mehr. Das kann ich dann dementsprechend mal machen, wenn ich meine andere Klasse spiele. Ja, noch nicht ganz. Das stimmt. Ja. Das ist ja auch komplettes Neuland jetzt für mich. Und ich freue mich so von Gebiet zu Gebiet mehr, wie weit ich jetzt auch tatsächlich endlich mal komme. Mit dem anderen Streaming-Char, wo ich ja jetzt auch in der einen Gilde drin bin, da bin ich ja immer noch bei der Winterspitze. Den Schlag kann ich allerdings auch nicht alleine weiterspielen. Der brauche ich Kaios für. Rein theoretisch. So, jetzt sollen hier irgendwo Befehle sein, oder wie? Doch. Oh. Ach da. Das erklärt's. Ihr Hundin. Weißt du, wo die Befehle sind? Liegen sie. den zweiten Streaming-Show wahrscheinlich erstmal nicht. Zumindest werde ich es nicht planen. Wenn Kaya irgendwann mal auf mich zukommt und sagt, ey, komm, hab Bock, lass weitermachen. Dann spiele ich ihn weiter. Ich werde wohl keine festen Daten für ansetzen. Da hinten ist noch was. Dann reite ich mal dahin. Wobei ich noch einmal kurz was. Einmal kurz was nachgucken will. Kuppa. Okay. Nee, das wollte ich einmal machen. Da.
Du Aasfresser. Ich werde mir auf jeden Fall gleich meine Jacke ausziehen, weil die Heizungen schon wieder ausgehen. Ab einer gewissen Uhrzeit nachts gehen nämlich die Heizungen aus. Ich frag mich nicht, wieso. Aus irgendeinem Grund tun unsere Heizungen das. Und das, ohne etwas sehr kalt ist. Könnten wir jetzt einmal so als Nazgul verkleiden. Einmal hier so. Der Nazgul für Arme. Nazgul auf Wisch bestellt. Das Schlimmste ist, wenn ich kalte Hände habe, schrumpfen meine Hände irgendwie so zusammen, dass der Ring immer verrutscht. Hat was. Naja. Naja. Ich sehe nichts mehr. Okay. Genug rumgealbert, würde ich sagen. Wird mir jetzt schon wärmer. Jo, was geht? Jo, Alter. Was geht, Digga? Alles klar? Alles fit im Schritt? Gut. Grauenvoll. Ich kann so nicht ernst bleiben, ne? Einfach nur nein. Oh, es wird düster. Es wird düster. Es wird düster. Düster, düster. Ernst, oder was ist das? Weiß ich nicht, ich glaube, man kann den essen. Vielleicht magst du zurück in die Zukunft. Gute Frage. Ich habe es als Kind mal gesehen. Zumindest, ich glaube, den ersten und den zweiten. Und ich glaube, ich fand das ganz gut. Also, ich bin jetzt kein so übertriebener Fan. Aber ich finde es ganz cool. Lulu ist für mich heute Schluss, hab schon verschlafen. Ja, ne, verschlafen geht nicht. Oder, Mappa, du machst einfach die Nacht durch. Wir machen einfach die ganze Nacht Party. Party hat, Party hat. Party hat, Party hat. Gott, was stimmt nicht mit mir? Ich habe zweimal an meinem Wein genippt, ne? Den fühle ich jetzt schon irgendwie bäh. So. Ich liebe mein Wasser, glaube ich. Aus dem Alter bin ich leider raus. Aber jetzt war das kein Problem. Du, ich krieg das heute auch nicht mehr hin. Ich bin gerade etwas verwirrt. Weswegen denn? Was ist los, Iron? Wie können wir dir helfen? Aber wieder im Glück. Luna, aber wieso hast du denn gefragt? Jetzt bin ich nämlich neugierig. Sofern du mir noch drauf antwortest. Hab nur halb zugeführt. Auf Geisterjagd. Ja, natürlich warst du auf Geisterjagd.
Aaron, wo sollst du denn sonst sein, wenn nicht auf Geisterjagd? Kannst du mir das mal verraten? Was auch sonst. Ist so, ne? Was auch sonst. Aber ich glaube, ich mache hier einmal das Licht ein bisschen wärmer. Und gleichzeitig etwas dunkler. Wärmer und dunkler, das passt. So eine Fußheizung. Das wäre geil, ne? Eine Fußheizung. Scheiße, meine Decke ist zu weit weg. Egal. Vielleicht wieder da. Wie gesagt, eigentlich würde ich zu. Aber auch nur eigentlich. Nur eigentlich wolltest du zubauen. Eigentlich ist immer gut. Also da ist der Zipfel. Okay, warte mal, ich muss einmal Stuhl runter. Oh ja, mit Kamera runter. Hätte ich auch gesagt. Ja. Das sind immer so die Ausreden, ne? Eigentlich wollte ich. Hätte, ne? Hätte. Nee, aber wenn Phasmo Spaß macht, ist das ja auch in Ordnung. Schlimmer wär's, wenn du auf Phasmo keine Lust gehabt hättest und das einfach, ne, so machen würdest. Ohne Spaß. Ich fühle mich so klein heute, ne? Ungelogen, ich fühle mich so mega klein. Dass ich momentan keinen Bock auf Zocken habe. Musst du ja auch nicht. Gute Willen. Wenn man Zock auf Zocken hat, ne? Wenn man Bock auf Zocken hat, dann hat man's. Wenn nicht, dann nicht. Ich hab's einfach. Ja, ihr mich auch. Aber wir haben mich doch trotzdem noch lieb. Warte mal. Warte mal. Weißt du, und ich so. Und ich suchte jetzt auch sowas Süßes raus, ne? Und dufte Hallöchen. Ich glaube, du warst eine ganze Weile im Lurk. Ich glaube, ich hab dich in der Liste vorhin kurz gesehen. Zocken lassen geht ja auch. Ich stimmt. Dit geht auch. Immer mal wieder. Spielst mal wieder Mäuschen. Ein bisschen. Aber freut mich, dass du im Lurk dabei bist. Also was sie hier eigentlich so rumschreien, ne? Muss ja 800.000 Punkte mal voll bekommen. Stimmt ja. Stimmt ja. Wie viel fehlen dir denn noch, wenn ich fragen darf? Musst du aber auch nicht schreiben. Davon mal ganz abgesehen, aber. Nur damit ich ungefähr Bescheid weiß. Alter, kann den mal jemand abstellen, den Kerl? Denken sie nur am Schreien.
530.000. Ist ja bald so. Siebenhundertdreißig fehlen noch. Boah. Alter. Alter. Naja, du kannst dich ja zumindest drauf freuen, dass nächste Woche entweder ein 17 oder ein 24-Stunden-Stream von mir aus gemacht wird. Sofern du der Zeit und Lust hast. War nämlich so eine spontane Idee. Die kam mir eines Nachts. Ich darf es aber trotzdem noch weiter sparen. Das geht dann nämlich ins nächste Jahr mit rüber. Dann wird das nämlich der erste große oder das erste große Neujahrs-Event. Und ich glaube, ich weiß auch schon, wenn irgendwann, zumindest plane ich für den 7.1. schon was. Weil am 7.1. wäre es dann genau ein Jahr auf Twitch. Da feiern wir unser Einjähriges. Am 7.1. Ich weiß gar nicht, was ist das für ein Datum. Muss ich mal nachgucken. 7.1. Nee, das ist Oktober. Ein Freitag! Oh, das passt ja. Ich muss nur noch gucken, was ich da mache. Ganz habe ich mich noch nicht entschieden. Aber das Einjährige würde ich gerne irgendwie feiern. Sofern ihr da auch Bock drauf habt. Ne? Wenn ihr natürlich keine Lust habt, dann könnt ihr mir das auch gerne sagen. Und für Ideen bin ich sowieso offen. Müssen wir wissen, was am ersten Tag gestreamt hast. Ah, das... Ich kann dir ganz genau sagen, was ich am ersten Tag gestreamt habe. Und zwar... Lotro. Der allererste... Stream war ein Lotro-Stream. War damals mit Kaya. Oder damals. War mit Kaya und ich glaube... Nee, doch. Es war nur Lotro. Ich habe nur Lotro gespielt. Weil ich mich nämlich noch nicht getraut habe, alleine zu zocken. Und das zweite Spiel, was wir gespielt hatten, war Final Fantasy 1. Also Final Fantasy 1 und Lotro waren die ersten zwei Spiele hier im Stream. Wird dann Tradition. Ja. Also der 7., das wird auf jeden Fall, ne? Jubiläums. Da sind wir dabei. Ich nehme einen Kasten Bier. Ja, müsstest du aber hier schon rumkommen. Müsstest du hierher kommen. Der FF1 Speedrun am Jahrestag. Wobei, ganz ehrlich, wenn ich die Texte nicht vorlese, ganz ehrlich, ich könnte sogar einen Speedrun schaffen. Ich meine, für Final Fantasy 1 brauche ich zwischen 12 und 14 Stunden. Ungefähr. Kannst du schicken. Ja, aber es macht dir nicht so viel Spaß. Macht doch viel mehr Spaß, wenn man zusammen trinkt. Oder nicht? Warte mal, ich will aber kurz gucken. Ich müsste nur was abziehen an Stunden. Ja. Ja, Final Fantasy 1 habe ich. Final Fantasy 1 habe ich in 14 bis 15 Stunden beendet. Die restlichen Stunden hatte ich privat gespielt, die da drauf sind. Könnte man tatsächlich machen. Wenn ich alles skippe. Als Speedrun. Wäre eine Möglichkeit. Wäre ich nicht abgeneigt. So, wo muss ich jetzt eigentlich... Ach, da ist einer.
Hey, Pärchen. Was kann ich für euch tun? Ach du Scheiße, wo ist denn da kein roter Haken drum? Da. Jetzt muss ich aber hier. Zwei verschiedene Sets. Seid mir ganz neuen. Okay. Mit Plüsch? Mit Glöckchen? Oder Standard? Ich habe drei Ohren. Mit Plüsch, oh Gott, okay. Na gut, die sind leicht aufzusetzen. Und, Warte mal. Einmal. Ich weiß nicht, ob sie richtig sitzen, aber... ja, Kaya, die habe ich neu. Die habe ich mir zu Halloween geholt, weil ich war doch zu Halloween eine Vampirkatze. Das muss man sich mal vorstellen, eine Vampirkatze. Wenn Franzi dieses Hilf wird sich jetzt ins Bett verkrübeln. Mach das, Iron. Ich wünsche dir eine wundervolle gute Nacht. Bis... Ja, nächster Stream ist Sonntag. Bis Sonntag. Und... Sofern du Sonntagszeit hast. Ach ja, doch. Sonntag ist ja Phasmo. Bis Sonntag. Und eine schöne Restwoche. Und lass dich nicht ärgern. Was auch immer eine Vampirkatze ist. Eine Vampirkatze ist... eine Mischung aus Katze und Vampir. Eine Vampirkatze ist eine Katze, die von einem Vampir gebissen wurde. Sonntag Phasmo. Ja. Phasmo, Pult ins Bett stürmen. Aber fall nicht hin. Fall nicht hin, wenn du so stürmend schritt zum Bett gehst. Eine Katze, die von einem Vampir gebissen wurde. Nice. Ja, was für ein nicer Scheiß, ey. Das geht ab wie die Luzi. Das stimmt heute nicht mit mir. Kleidung der... Okay, warte. Kleidung der Bus... das ist klassenspezifisch jetzt. Das gehört zu einem Set. Sehr geil. Würdet ihr mir vielleicht hier kriegen wir Set-Ausrüstung. Ja, geil. Ja, nehmen. Ja, machen wir. Komm, ist mir scheißegal, was wir dafür machen müssen. Und wenn wir unsere Seele an den Teufel verkaufen müssen. Oder wenn ich meine Mutter an den Schafhirten verkaufen müsste. Mache ich trotzdem. Möchte meinen Kopf gegen eine Wand trauen, immer wieder, bis das aus meinem Kopf raus ist. Verstehe ich gar nicht, Iron. Verstehe ich gar nicht. Veröffentlichung so besser als der einäugige Uli. Ja.